Meine lieben Steinböcke, ich lade euch herzlich ein, euch dieses Video anzuschauen, in dem ich über euer Finanzverhalten spreche. Aus der Seelenperspektive, aus der familienkarmischen Perspektive, aus der energetischen Perspektive, aus deiner Lebenssituationsperspektive. Es wird sehr spannend, interessant, unterhaltsam. Ich hoffe, du erfreust dich darin, genauso wie ich es getan habe. Viel Freude beim Anschauen. Freunde, 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 guten Tag. Meine Steinbock-Community, wie geht es euch? Ich habe heute ein Geschenk mit. Ich channele für euch über euer Geldverhalten. Bin gespannt, wie viele Steinböcke ich erreichen werde, weil Geld ist eigentlich das, was Steinbock jetzt nicht sonderlich interessiert, weil es ja eh in deiner Natur ist. Und wir haben auch gerade Steinbock in der Legung, schon präsent schon mal. Also wenn du so willst, das ist vielleicht eines der ehrlichsten Videos, die du über dein Sternzeichen gehört hast. Wenn das so ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir gleich Freunde miteinander teilen dürfen. Ich darf mich vorstellen, ich bin Xenia the Funky Oracle, das Orakel für das Unterbewusste, Bewusste und Überbewusste. Und mit meiner Gabe und Menschenkenntnis, Wahrnehmung, meinem Talent, helfe ich den anderen, ein freies, kreatives und selbstbestimmtes Leben zu führen. Weil ich selber so ein Führer und ständig daran arbeite. Und ich glaube, wenn man sein Lebenskonzept auch so aufstellt, kann das Leben so ziemlich cool sein. So, und wenn wir gleich in die Dekodierung übergehen von deinen Finanzthemen, dieses Video widmet sich ganz arg dem Finanztypus von einem Steinbock oder diesem Menschen, der dieses Video sich das anschaut, möchte ich drei Dinge erwähnen, die wichtig sind, die erwähnt werden müssen. Du kannst jetzt oder im Laufe des Videos mit jetzt verstehe ich kommentieren und du wirst von mir eine Erkenntnis for free bekommen. Das kannst du gleich ausprobieren, entweder jetzt oder im Laufe des Videos, wenn es soweit ist. Denn ich tendiere dazu, dass ich zu krassen Erleuchtungen sorge bei den Menschen, und insbesondere weil ich aus meiner Sicht sehr, sehr viele Erkenntnisse reinsetze. Also wenn man sich auf meine Art sich einstellt, das passiert vielleicht nicht sofort, das braucht vielleicht ein paar Videos, aber wenn du verstehst, wie ich channele, was ich anspreche, dann kannst du echt, also das, dann ist das Leben so geil, dann ist das alles so schön, du brauchst einfach nur einmal die Woche, einmal alle zwei Tage vorbeikommen oder einmal im Monat und dann wirst du auf jeden Fall immer was mitbringen. Und damit du es schon mal vortesten kannst, wie sich so eine Erkenntnis anfühlt, kannst du das ausprobieren. So, zweitens, wenn du unsere Februar-Newsletter, beziehungsweise wenn du unsere Oracle-Newsletter abonniert hast, hast du von uns auch Februar-Newsletter bekommen. Wenn du dich gerne eintragen möchtest in die Liste, dann besuch die Webseite oder klicke unten den Link für die Newsletter, zu den Newslettern, also schau dir die Videobeschreibung an. Und meine Newsletter-Abonnenten, das sind quasi mein Inner Circle, so nenne ich das, bekommen eine exklusive Videobotschaft von mir jeden Monat, die ihr hier nicht findet. Also man muss dann quasi den Newslettern-Kreis beitreten. Wie gesagt, beitreten kannst du unter dem Link, unten in der Videobeschreibung. Und drittens, wenn du mit unseren Audios schon arbeitest, mit unseren 3D-harmonischen binauralen Audios zur Reprogrammierung deiner unterbewussten Codes, dann danke ich dir vom Herzen, danke für die Zuversicht, Vertrauen und Arbeit an dir selbst. Du machst dein Leben und das Leben anderer Menschen wundervoll damit, durch die Selbstarbeit und Selbstliebe. Und ich möchte dich immer wieder daran erinnern, dass du mit den Audios sehr, sehr gerne arbeiten darfst, zu allen möglichen Anlässen, wenn du dich auf einen Termin vorbereitest, wenn du gerade Zeit mit dir selbst verbringen möchtest, wenn du vielleicht keinen anrufen willst, aber auch gleichzeitig nicht so richtig im Stillen sitzen möchtest. Come on, das ist besser als ein Song, dessen Inhalt manchmal gar nicht versteht. Hier ist alles klar. Du kannst schon vorhören bei uns auf der Webseite. Zu jedem Audio gibt es einen 30 Sekunden Ausschnitt. Da gibt es auch Erklärung zu jedem Audio, für was das genutzt werden kann, bei welchen Aktivitäten und. Also besuch einfach thefunkyoracle.com und such dir dein persönliches Audio. So, das sollte gesagt werden. Und nun würde ich mal gerne zur Dekodierung übergehen. Wir werden heute in puncto Geld oder dein Thema Geld aus vier verschiedenen Aspekten betrachten, aus dem seelischen Aspekt. Also wenn du an Karma glaubst, wenn du an Verhaltensmuster, wenn du an Synchronizitäten glaubst, dann ist
Das ist der erste Part. Also wo stehst du quasi finanziell? Was sind deine finanziellen Themen? Was sind vielleicht auch deine finanziellen Aufgaben? Im zweiten Schritt schauen wir mal, wie das familientechnisch zusammenhängt. Also welche Generationskonflikte oder Überschneidungen sehe ich da? Wie kannst du vielleicht auch mit deinen Familienangehörigen damit arbeiten? Wie kannst du dich da auch befreien, sollte was zu befreien sein? Das ist der zweite Schritt. Im dritten Schritt schaue ich das Thema Geld aus der Chakrenperspektive. Da gehen wir in deinen Körper hinein, da gehen wir in dich, in deine Gesundheit hinein. Wie beeinflusst das Geld deine Gesundheit, dein Sein und aber auch deine Lebensplanung? Und wie kannst du aus innerer Kraft heraus, wie kannst du aus deinen täglichen Lebensentscheidungen die Kontrolle über das Geld, über den Wohlstand übernehmen? Das ist quasi der Chakrenpart. Und im letzten Schritt, im Fazit, ziehe ich ein Fazit und wir schauen uns quasi so ein, machen einen Überblick sozusagen, so ein Haupt, machen wir so nochmal Schlussstrich. Ja. So, wenn du also bereit bist, lass uns beginnen. Ich freue mich. Thema Seelenplan. Ich spreche von einem Zyklus, ich spreche von einem Muster, was ich gleich sehen werde, was ich dir gleich erzähle. Und dieses Muster besteht aus vier Schritten. Man sagt so, dass jeder Zyklus vier Phasen hat. Erste Phase ist der Anfang, also der Zyklus beginnt, der Antritt, die Eröffnung sozusagen. Dann gibt es die Mitte, die Kulmination, der Höhepunkt des Zyklus. Und dann gibt es das Ende des Zyklus, wo zum Beispiel eine Beziehung auseinandergeht, ja, oder wo etwas quasi zum Ende kommt. Und vierter Schritt ist die Nullierung. Vierter Schritt ist quasi so eine Art Reset. Vierter Schritt ist Revue passieren lassen, gewisse ja, Bilanz ziehen so ungefähr. Und was sehe ich bei dir finanziell gesehen? Also kurz gesagt ist diese vierte Karte die wichtigste. 1, 2, 3, frei. Das ist mein Sprichwort. 1, 2, 3, frei. Und da kann man sagen 1, 2, 3, Karma frei, 1, 2, 3, Abhängigkeitsfrei oder 1, 2, 3, Kummer frei. Was auch immer kannst du jedes mögliche Wort dazwischen stellen. Aber 1, 2, 3, frei. Und diese vierte Karte ist die Karte der, wenn du so möchtest, vielleicht finanziellen Freiheit. Also dieses Nonplusultra-Gefühl, wo du sagst, jetzt habe ich endlich diese perfekte Balance gefunden im Punkto Geld. Ja, dass du quasi ausreichend hast, aber nicht zu viel und ausreichend hast, aber auch nicht zu wenig. Ja, das ist quasi so eine perfekte Freundin, die nicht zu hässlich und aber auch nicht zu hübsch ist. Ja, die quasi cool genug ist, die witzig ist, aber die dir dann dein Mann nicht wegschnappt. Ja, die cool genug ist, die mütterlich genug ist, die zum Beispiel aber auch Kinder hat oder keine Kinder hat. Ja, auch eine ähnliche Familienaufstellung hat. Quasi so jemand so wie du, nur anders. Das heißt, ich glaube, in deiner verrückten Fantasie, im besten Fall würdest du sagen, jeder sollte eigentlich Grundeinkommen haben. Ja? Oder von mir aus, ich glaube wahrscheinlich, komplett ohne Geld wird es wahrscheinlich nicht sein, nicht möglich sein. Ja? Aber in deiner Vorstellung, jeder sollte irgendwie ausreichend zur Verfügung haben. Und weil so fühlst du dich wahrscheinlich. Ja? Wir haben alles ausreichend da. Dieses Gefühl von genug. Das ist, so sehe ich das persönlich, so würde ich quasi deine persönliche Wahrnehmung zum Geld interpretieren. Das ist quasi so, was du unter finanzielle Freiheit verstehst. Dass wenn du zum Beispiel finanziell frei bist, dann sollte am besten vielleicht auch deine Freundin mit ihrer Familie auch finanziell frei sein, weil dann kannst du mit denen abhängen. Ja? 10 der Kelche, eine Community, Menschen unterstützen sich, Menschen helfen sich, Menschen freuen sich miteinander. Und da gehört zu diesem Stamm, da gehört auch nicht nur deine beste Freundin, vielleicht auch deine Mutter und ihre Familie, ja, und die Nachbarn und irgendwie haben alle ähnlichen Lifestyle so ein bisschen, ja, so ein bisschen Community-Gedanke. Grundeinkommen ausreichend da. Wir sind alle gleich und gleichzeitig trotzdem sind wir ein bisschen unterschiedlich und wir genießen das so ein bisschen. Ja? Alle ziehen in einem Strang. So ein bisschen familienmäßig. Ja? Richtig schöne Energie. Kindliche Energie, aber eine erwachsene kindliche Energie. Erwachsene kindliche Energie. Unschuld sehe ich hier, Unschuld, Liebe. Es geht immer weiter. Das Geld, Zeit und Angst darf nicht dazwischen kommen. Das Geld sollte eigentlich sogar Menschen verbinden, sozusagen. Ja? Es ist gut, es zu haben, weil man kann sich viele Dinge kaufen. Und ich glaube, das ist das, was du auch mir gerade sagst.
das Geld ist gut. Und manchmal kein Geld zu haben, ist auch gut, weil man dann anfängt, Dinge zu vermissen. Und wenn man das wieder dann hat, dann schätzt man das umso mehr. Ja? So ein bisschen diesen lehrhaften Charakter spüre ich gerade bei dir. Deswegen sagst du, es ist okay, dass manchmal dass man das Geld nicht hat, dann kann man dafür was machen und sich auch die Dinge kaufen, auf die man dann steht. Ja? Dass du quasi so optimistisch auf das Geld hineinschaust. Und das ist deine persönliche finanzielle Freiheit. So sehe ich das zumindest. Wie kommst du dorthin? 1, 2, 3, frei. Denn das ist das Gefühl, das ist quasi Überschrift, aber ein Hauch von diesem Gefühl, vielleicht auch nicht nur ein Hauch, sondern mehrere Tage am Stück oder vielleicht von mir aus auch mehrere Jahre oder mehrere Monate mit anderen Menschen, hast du schon mal erlebt gehabt. Zum Beispiel, wenn du vielleicht Student warst und du hast als Student dich mit anderen Studenten umgeben, also du warst quasi in diesem Biotop, ja, das heißt, ihr wart alle gleich, ihr habt ähnlich zur Verfügung gehabt und das war cool. Oder vielleicht nicht und genau deswegen möchtest du dieses Gefühl auch anstreben. So oder so ist es irgendwie deine persönliche Freiheit. Wie kommst du dorthin? Wir beginnen so eine Phase, wo alle sich richtig angezogen haben, nicht nur ideologisch und menschlich, sondern vielleicht auch kleidungstechnisch. Ja, alle haben sich richtig angezogen, alle stimmen miteinander überein, alle ziehen an einem Strang. Wie kommst du zu dieser Freiheit? Allein, tatsächlich. Also da musst du auf jeden Fall die Revolutionärin sein unter deinen. Das ist ein langer Weg, das weißt du. Das ist nicht an einem Tag getan. Das ist manchmal auch ein einsamer Weg. Du musst ausbrechen. Dafür musst du wandern, dafür musst du laufen, dafür musst du vielleicht auch in die heißeren, wärmeren Länder fahren oder dort leben. Das entscheidest du. Aber hier muss auf jeden Fall anderer Weg gegangen sein. Und selbst wenn du dich in dieser Konstellation siehst, weißt du aber auch, dass du ein Mensch bist, der gerne allein ist oder einsam ist, sich einsam fühlt. Ne? Und da sehen wir, ich und die anderen, das ist großartig. Das ist eigentlich so die ziemlich sehr, sehr gute, zwei große Extreme, sehr, sehr starke Extreme. Ich und die anderen. Was mir jetzt zu verstehen sagt, dass du wählerisch bist. Du lässt nicht jeden in deinen Kreis. Du lässt nicht jeden in deinen Energiekreis. Du lässt nicht jeden in deinen emotionalen Kreis. Und deine Emotionen sind deine Diamanten. Nicht jeder darf wissen, wovor du Angst hast, worauf du stehst, weil du geheimnisvoll bist. Weil du möchtest dich verbinden, aber du möchtest deine Einzigartigkeit nicht aufgeben. Das ist das, was mir hier diese Teufel zu verstehen sagt, weil du sagst, allein kann ich, komplett allein mir irgendwie Dinge erdenken und mir eine gute Welt ausmalen, das kann ich. Aber das ist mir nicht ausreichend. Was gibt es noch in diesem Leben? Zum Beispiel selbstständig sein, ja, komplett allein arbeiten. Alright. Oder komplett allein leben. Okay, sein eigenes Haushalt allein alles machen. Alright, das kann ich. Aber wenn es schon Menschen gibt, die es schon mal gemacht haben, ja, die schon mal vor mir da waren, die mehr haben als ich und ich möchte zum Beispiel so leben wie sie, kann ich von denen lernen? Das ist die zweite, das ist vielleicht die Kulmination des, der Höhepunkt von diesem utopischen Bild. Ich will nicht sagen utopisch, weil ich glaube an Utopie. Ich glaube, Utopie ist geil. Aber von diesem finanziellen Bild von Gleichheit und Freiheit. Naja, du lernst. Du lernst von Menschen. Du bringst dich in die Situationen, vielleicht auch finanziell, technisch, dass du von anderen Menschen lernst, dass du mit anderen Menschen in Beziehungen bist. Du würdest hier tatsächlich jeden Preis nehmen, um diese Erfahrung zu sammeln. Wie machst du es? Wie machst du es eigentlich? Ja? Wie machst du es, dass du finanziell frei bist? Wie machst du es? Fragst du die anderen Mädchen, Jungs, Männer, Frauen, Familien? Ja? Du lernst. Du bist sehr wach. Du hast sehr, sehr starke Fantasie. Somit beginnt auch dein neuer Zyklus von finanzielle Freiheit. Du bist sehr, sehr stark, innovativ, aber auch deine Gedanken, Ideen haben auch irgendwann Schluss. Ja, du wirst erwachsener, du wirst müde, du möchtest dich um andere Dinge kümmern, du möchtest auch endlich für deine Lernzeit oder für deine Suchzeit bezahlt zu werden. Du willst nicht mehr so lange suchen und deswegen gehst du Beziehungen, Konstellationen, Arbeitsverhältnisse, Freundschaftsverhältnisse, Liebesverhältnisse, in denen du lernen kannst. In denen du entweder lernen oder lehren kannst. Ja? Oder du wirst Mutter, du wirst Vater, du wirst angestellt, du wirst Führungsposition, du kostest sozusagen. Aber das ist nicht
das ist nicht das Endpunkt. Ja? Das heißt, dir ist es nicht wichtig, Führungspositionen zu haben. Du würdest es gerne mitnehmen, aber das würde nicht dein Lebensmittelpunkt sein, weil hier, du würdest gerne dich untermischen. Du bist ein kleiner Teufel. Du weißt, du musst beides. Oh, pardon. Du musst beides können. Du musst beides können, weil beides irgendwie cool ist. Ja? Selbst zu sein und sich verbinden zu können. Es zu wissen, ohne es nicht zu wissen. Deswegen ist der Abschluss von diesem Zyklus, bevor du quasi in diese Gleichheit übergehst, wo du sagst, alright, jetzt bin ich Rentnerin, ja, und jetzt habe ich so und so viel wie die anderen. Oder du, das kann sogar Mädels und Jungs auch eigentlich so, auch so eine Einstellung sein, dass du sagst, du findest deinen persönlichen Lebensstil, du findest dein persönliches Einkommen und das dauert zum Beispiel 10 Jahre. Und in diesen 10 Jahren, nehmen wir an, am Ende von diesen 10 Jahren stellst du fest, dass 2500 Euro eigentlich völlig ausreichend sind. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber du sagst, in diesen Konstellationen, in diese Beziehung, in diese Wohnung, in diese Stadt, in diesem Beruf, das beste Angebot sozusagen. Ja, als wenn du fliegst, sagst du, das ist jetzt nicht zu lang, das ist nicht zu kurz, das ist vielleicht länger, als wenn du jetzt mit Lufthansa fliegen würdest und du nimmst Condor zum Beispiel, ja, oder andere Airline, das ist ein bisschen länger. Aber du sagst, come on, dann fliege ich aber mit meiner Familie zum Beispiel. Ja, es sind so viele Faktoren, die Quantität überwiegt sozusagen. Und so eine friedliche Quantität, sich untermischen, so ein bisschen, ich will nicht sagen Stine zu sein, aber so ein bisschen einer von vielen zu sein, ist natürlich nicht leicht für so eine Energie wie dich. Ja? Du bist ein Teufel, du weißt immer besser als die anderen. Ich sehe so eine Zwillingsenergie, ich würde dir wärmstens die Zwillingslegung angucken. So, das heißt, es kann manchmal auch wirklich ein langer Weg sein. Ja? Das ist ein stolzer Weg, das ist kein leichter Weg, aber der Weg, der sich lohnt. Und vielleicht ist es dein Weg von deinen 20ern in die 30er, ja? Oder von deinen 30ern in die 40er. Also auf jeden Fall, das ist ein Zyklus und das kommt immer wieder, Vielleicht ist es auch dein Menstruationszyklus, ja? Das ist, wo wäre dann deine Menstruation, zum Beispiel hier. Ja, hier eskalierst du, das ist die Karte Nummer 3, das ist dann, wenn du deine Tage hast und dann bist du wieder geschmeidig und sanft und kuschelig, ja, aber der Monat beginnt zum Beispiel hart, ja, du bist einzeln unterwegs, du musst alles selbst machen, ja, du schiebst, du pushst, du rufst an, du machst, du räumst auf, du machst ganz viel und dann machst du dich wieder klein oder dann belehrst du dich, du ruhst dich aus, aber du bist trotzdem in der Lehrerposition, bis du quasi hier komplett eskalierst und dann fängst richtig zu schalten. Und bis du dann hier quasi sagst, okay, jetzt habe ich mein Geld verballert, zum Beispiel, ja, das könnte auch so ein Verhalten sein. Schau da auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, meine Botschaft gerade für dich ist auch, schau, wie dein Geldverhalten ist. Ich würde dir empfehlen, Menstruationskalender zu führen. Vielleicht führst du schon einen. Wenn du aber nach einem Grund noch gesucht hast, diesen Menstruationskalender zu führen, weil eigentlich würde das jede Frau machen, und Mädels unter uns gesagt, Ich bin ich. Ich muss auch so einen Menstruationskalender führen. Also lass uns hier gegenseitig unterstützen und motivieren. Also Geld wäre auf jeden Fall auch ein wichtiger Grund, warum du es führen solltest, weil wie du dich energetisch, wie du dich gefühlstechnisch, generell energetisch verhältst, im Laufe deiner Menstruation, deines Zyklus, wird dir einiges über dein Geld Ausgabe- und Einnahmeverhalten sagen. Ja, und ich glaube, das ist einfach, wenn man schon diesen Zugang zu diesen Informationen hat, warum sollte man das nicht nutzen? Also Geld auf jeden Fall könnte nochmal der Grund sein, warum du deine Menstruation dokumentieren solltest. Also nochmal, ne? Alles allein machen, dann sich ausruhen, lehren, belehren und dann komplett los, freischalten und total frei sein, sich Dinge erlauben und dann, wie gesagt, wieder normal sein. Das ist dieser Zyklus, den ich hier sehe, geldtechnisch. Wie könnte es aussehen in deinem Lebenslauf? Hier bist du zum Beispiel Schüler, Student, du arbeitest, du machst alles selbst, du arbeitest für deine finanzielle Freiheit, hier zum Beispiel, ja. Dann, oder du arbeitest als Angestellte. Dann gehst du nächsten Level, du fängst an,
entweder mehr Verantwortung zu übernehmen oder du machst dich noch kleiner, dass du sagst, okay, ich habe es immer noch nicht verstanden, bin ich wirklich gut genug? Ich muss noch ein bisschen lernen. Ja? Also entweder die eine oder die andere Rolle übernimmst du, entweder Führungsposition oder Führungsposition. Entweder du lernst von einer Führungsposition, das heißt, du wirst eine Führungsposition näher, ja? Bis du dann feststellst, nein, weder das noch das, beides möchte ich. Bedeutet, könnte sein, dass es ein Moment in deinem Leben ist, in dem du anfängst, nebenberuflich zu deiner Haupteinstellung zu arbeiten. Indem du zum Beispiel alles finanziell erschöpft hast, alle möglichen Anstellungsverhältnisse ausprobiert hast. Ja, und das ist quasi diese Erleuchtung hier, dass du sagst, oh, jetzt, oder du hast endlich deinen Wert verstanden auf dem Markt. Ja? Du hast so lange geschuftet, du hast so lange nebenberuflich gearbeitet, du hast so lange Verantwortung übernommen, du hast so lange von einem anderen, von den Besten gelernt, bis du deinen eigenen Wert hier verstanden hast. Und dieser Wert muss natürlich auch ausgereizt werden. Ja? Wenn du sagst, ich bin jetzt special, kann natürlich sein, dass der Abschluss von diesem Zyklus, bevor du jetzt Grundeinkommen verdienst und bevor du in die Rente übergehst oder bevor du sagst, jetzt haben wir ein Familienbusiness oder du möchtest dich zum Beispiel wieder anstellen, ja, das könnte wieder Anfang von einer neuen Phase sein. Hier muss so ein bisschen Star-Dasein gelebt werden, ja, dass du quasi deine Dienstleistung, deinen Wert definierst und erst auf dem Markt, also dass du quasi so ein Geheimtipp bist, dass wenn du gerade dich an so einer Phase befindest, wo du sagst, ja, irgendwann natürlich irgendwann vielleicht willst du gar nicht mehr arbeiten, ja, dass du sagst, ich will einfach nur in den Garten gehen, in den Urlaub fahren und wirklich gar nichts mehr aktiv machen. Das wird aber erst vielleicht in 10, 15 Jahren kommen. Und wenn du dich gerade hier fühlst, dass du sagst, ich bin gerade in meinen besten Jahren, perfekt, dann lebe es, dann lebe deine Einzigartigkeit, arbeite an deinem Produkt, sprich arbeite an deiner Energie, arbeite an deinem einzigartigen Gefühl. Wie arbeitest du daran? Naja, indem du bleibst, indem du dir anschaust, was es auf dem Markt gibt, was es kostet und warum du besser bist. Fertig. Und darüber sprichst du zum Beispiel. Du sprichst über deine Story, du zeigst dich schon, aber du zeigst dich nur den Auserwählten. Vielleicht ist es auch gerade dein Market, ja? Vielleicht bist du auch gerade erst am Anfang. Was ich aber auch noch sehe, dass es so eine Phase in deinem Leben gibt, vielleicht ist es auch so eine entscheidende Phase, in der du gerade jetzt, du möchtest gerade rausgehen, ja, du bist bereit. Vielleicht, und weiß kommt wieder von schwarz, hier schwarz, weiß, schwarzer Überhang. Hier bist du noch unten im Untergrund, aber du hast schon weiße Klamotten an, Unschuld. Die Zeit des Zeigens kommt, die Zeit des die anderen haben deinen Wert verstanden, die teilen endlich deine Ansichten. Das kommt bald. Das muss ich dir noch gesagt haben, weil es schon immer so war, ja. Du hast als Einzelkämpfer angefangen, dann hast du erste Followerschaften bekommen, dann hast du erste Fans bekommen, erste Auftraggeber, dann hast du echt verstanden, dass du richtig einzigartig bist, hast deinen Höhepunkt vielleicht auch hier erst gehabt. Ja, dass du gemerkt hast, verdammt krass, ich könnte eigentlich noch mehr wachsen, dann bist aber nicht gewachsen, weil dir vielleicht diese Zuversicht gefehlt hat, dass du alles richtig machst, ja, dass du einfach nur warten musst. Das heißt, diese Wartezeit sehe ich auch gerade hier, bis es dann richtig viral geht. Also hier sehe ich eine Viralität. Du musst viral gehen mit guten Absichten. Dein Geld ist gut, deine Absichten sind gut und daran musst du dich erinnern, dass auch wenn du allein beginnst, kommst du eigentlich immer an. Ja? Die Menschen suchen dich auf, keine Sorge. Ja? Dein Einkommen und deine gute Community-Gedanke, das wird sich
wird sich auf jeden Fall ausbreiten. Das muss ich auch noch gesagt haben. Das ist quasi diese Muster, den ich hier sehe, ne? Allein beginnen, dann erste Aufträge, dann richtig aufblühen oder vielleicht merken, oh verdammt, fast hätte ich das, fast hätte ich es geschafft, fast hätte ich es geschafft. Und warum habe ich es nicht geschafft? Vielleicht wartet aber was Besseres auf dich. Ja, und das wäre vielleicht auch deine finanzielle Freiheit hier. Lass uns hineinblicken, wie hängt es familiär technisch zusammen? Gibt es familiäre Karmas? Gibt es noch was aufzudecken? Weiter geht's. Und das ist deine erste Generation, das bist du, Einzelgänger, du bist ein Ausbrecher, du machst Dinge anders, du holst dir das, was du möchtest, auf deine persönliche Art und Weise. Du bist aber auch gleichzeitig richtig geduldig. Das ist finanziell, was ich bei dir sehe. Zweite Generation, zweite Karte ist die Generation deiner Eltern. Hier sehe ich schon so ein bisschen, oh, der Vaterstaat, ja, oder oh, der Chef. Oh, jemand, der Professor, jemand, der übergeordnet ist. Hier hat man schon, also die Generation deiner Eltern haben es vielleicht schwieriger gehabt als du im Punkto Freiheit, im Punkto intrinsisches Denken, im Punkto Freiheitsdenken. Die mussten sich orientieren, die mussten sich anpassen. Das kannst du leichter, schwerer denken. Das ist einfach nur Fakt. Das ist das, was ich hier sehe. Ja, die wurden alle, ich will nicht sagen gebrainwashed, aber die waren schon sehr beeinflusst im Punkto, was man arbeiten muss, wie man es machen muss und wie viel es kostet. Die Großelterngeneration, da sind die Badass unter euch in der Familie. Und ich glaube, da möchtest du wieder hin. Beziehungsweise, ich kann mir vorstellen, dass du dich mit deinen Großeltern besser verstehst als mit den Eltern. Deine Großeltern sind wahrscheinlich mehr frecher, mehr freier. Ja, weil die auch diese Geldenergie auch besitzen. Das ist deine Energie, Steinbock-Energie. Die wissen, dass es alles... dass es alles Schmu ist, irgendwie, was sie da draußen erzählen, ja, dass es, also irgendwie haben die diese Zuversicht, dass alles gut wird, muss ich dir gesagt haben, ja. Also ich sehe hier eher eine stärkere Identifikation mit der Großeltern-Energie, beziehungsweise von denen hast du dein Badass-Attitude mit dem Geld, deine Einzigartigkeit, wie du dich auf diese Welt verhältst. Du bist ein sehr, sehr guter Mensch und dank der Großeltern weißt du, wie du dich zu verhalten hast, sodass dich die anderen nicht auffressen. Dass du quasi so lange wartest, bis du dich die Richtigen angezogen hast. Und dank deinen Eltern, wie sie mit dem Geld umgegangen sind, weißt du, dass man Menschen manchmal verblüffen kann, beeinflussen kann, manipulieren kann, dass man, wenn man von den Richtigen lernt oder wenn man von den bestimmten Menschen lernt und wenn dieser Mensch, der dich belehrt, gut aufgestellt ist, kann man ziemlich viel lernen. Und da du möchtest, dass die Menschen endlich verstehen, was du möchtest, dass du gute Absichten hast, brauchst du natürlich lernfähige Menschen um dich drumherum. Ja, Menschen, die ähnliche Geldkonstrukte haben, die ähnliche Geldsorgen haben, die ähnliche Geldprobleme haben, ja, die ähnliche Geldmuster haben, so wie du. So. Das heißt, ja, das kann sein, dass, was kann das sein? Das ist einfach nur deine Aufgabe. Vielleicht ist es auch deine Aufgabe, dass alle deine Familienmitglieder unter einen Hut zu bringen. Ja? Dass ihr alle in einer großen Scheune lebt zum Beispiel, ja? Und alle glücklich sind. Weil du endlich verstehst, auch die Eltern, die tun mir so leid, die schaffen das nicht alleine irgend sowas. Ja? Aber meine Großeltern sind noch fit und ich und mein Mann und unsere Kinder irgendwie sind auch noch cool. Lass uns doch etwas gemeinsam kreieren. Das heißt, du bist was dank deiner Familie mit allen ihren Problemen und Schwierigkeiten und Freiheitsgedanken und Übereinstimmungen und Konflikten mit dir, haben dir dazu beigetragen, dass du dieses Community-Denken hast, dass du für alle denkst, dass du für alle denkst und das strengt nicht an. Ja, dass du für alle denkst und du ziehst auch Menschen an, die auch so ähnlich denken. Dass du quasi, ohne dass du es bewusst machst, kreierst du schon so ein bisschen ein kleines, großes Universum. Ja? Also wenn du quasi jetzt rufen würdest und würdest dann sagen, Leute, ich kreiere jetzt eine Community, wir wollen jetzt irgendwie mit 20 Paaren nach Schweden auswandern, wer kommt mit uns, wissen diejenigen, die dich kennen, auf jeden Fall, worauf sie sich einlassen. Weil du lange planst. Lange Planung, Familienplanung, richtig geil. Also dir kann man auf jeden Fall dein Geld anvertrauen, weil du sich wie eine Mutter damit dich drum kümmern wirst.
Ja, dass jeder genug hat sozusagen. Du bist eine sehr, sehr gute Geschäftsführerin, also Geschäftsführerin, gute Mutter, du hältst auf jeden Fall Menschen zusammen. Und das ist das, all das dank der familiären Themen, wie sie mit dem Geld umgegangen sind und ja, das ist das, was ich hier sehe. Chakren. Wurzel, Sakral, Solarplexus, Herz. Natürlich im Herzen sehen wir, dass alle gleich sind. Das Geld darf die Menschen nicht trennen, egal wie schwierig die Phasen sind. Menschen halten zusammen. Das ist quasi das, was ich hier sehe. Ja? Eigentlich fast bei jedem ist es so, dass man sagt, das Geld ist gut, aber das darf nicht zwischen Menschen gehen. Und das ist eine sehr, sehr reine Einstellung. Du hast ein reines Herz, du bist ein wundervoller Mensch. Wenn du also nicht weißt, mit wem du zusammenarbeiten sollst, in wen du investieren sollst, höre auf dein Herz. Fühlt sich das gut? Fühlt sich das frei? Mach's. Fertig. Ja? So. Easy peasy. Punkt. Was sehen wir hier auf der Wurzelchakra? Ja, deine Wurzel. Du fühlst dich dann dort zu Hause, wo du frei laufen kannst, wo du frei denken kannst. Bedeutet, du brauchst auf jeden Fall ein Zuhause, in dem du dich sicher fühlst, in dem du ausreichend Platz zur Verfügung hast, in dem du sichere Nachbarschaft hast. Deswegen sondierst du auch deine Mitmenschen womöglich aus den letzten 5 oder 10 Jahren extrem aus, weil du schon langfristig denkst. Ja? Du möchtest dich finanziell auch irgendwann niedersetzen. Ja? Du willst, nehmen wir an, auch wenn du Community gründest, das bedeutet ja nicht, dass es also das kann eine hochwertige Community sein, ja. Das kann eine Community sein, wo diese White Parties veranstaltet werden, ja. Also so eine Community aus 20, 30, 40, 50 Menschen, die cool, modern, jung, wohlhabend sind und die teilen miteinander diese Welt, ja. Und die helfen sich gegenseitig von mir aus und. Und dafür muss aber... Das muss aber gesunden Basis haben. Das heißt, deine Mitmenschen sollen im besten Fall, das ist unmittelbar finanziell verbunden, sollen auch unmittelbar ähnliche Familienvorstellungen haben. Mit Kindern, ohne Kindern, damit du dich dort sicher fühlst, weil du deine Wurzeln, deine Samen niedersetzen möchtest. Das heißt, wenn du schon in jemanden oder in etwas investierst, musst du dich langfristig wohlfühlen, dass du deine Ideen dort auch niederbringen kannst. Ich sage nicht, dass du quasi nur die akzeptierst, die, naja, dass du dich mit deinen Ideen wohl und sicher fühlst. Zweitens, Sakralchakra, Geld. Geld ist auf jeden Fall ein Lehrer, aber gleichzeitig auch ein guter Schüler. So siehst du das Geld, so sehe ich, wie du das sexuell siehst. Geld macht sexy, ohne Frage. Geld... jemand, der viel Geld hat, hat auf jeden Fall etwas richtig gemacht. Du magst Menschen, die viel Geld haben. Du machst dich aber nicht klein. Du gehst dorthin, du lernst und dann gehst du wieder. Weil deine Persönlichkeit eine größere ist. Das heißt, du weißt, du liebst es, von anderen Menschen zu lernen. Du weißt, du liebst es, mit anderen Menschen zu spielen. Von ihnen zu lernen, jawohl, weil deine Persönlichkeit auch eine sehr, sehr tricky ist. Du bist ein ziemlich smarter Player. Deswegen lassen dich die Reichen, die Wohlhabenden, die interessanten Menschen an sich heran, weil du selber interessant bist. Du bist eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit und das Geld ermöglicht dir, so würde ich mal sagen, deine Persönlichkeit, das Geld ermöglicht dir, dich manchmal aus den sozialen Geschehnissen komplett zurückzuziehen und nicht durchzudrehen, weil du eine geile Yacht hast, weil du ein geiles Zuhause hast, weil du viele coole Freunde hast, mit denen du cool Zeit verbringst. Also du musst nicht in den Club gehen, du hast einen eigenen Club zu Hause so ungefähr. Ja? Aber diesen Club konntest du auch nur deswegen aufrechterhalten, weil du diese Möbel stehen hast, ja? Weil du diesen Duft dir gekauft hast. Und das kostet natürlich alles Geld. Ja, also das Geld ist wichtig und gleichzeitig aber auch nicht. Aber das Geld ermöglicht dir, so ein bisschen undercover zu sein. Und das benötigst du, weil dein Undercover-Dasein bedeutet ja nicht, dass du irgendwelche schlechten Pläne schmiedest. Nein, gar nicht. Dein Undercover-Dasein bedeutet, du möchtest deine Unschuld behalten. Du möchtest dich nicht verpulvern da draußen. Und dazu benötigst du Geld, weil dein Herz sagt,
Deine Einzigartigkeit, deine Unschuld ist etwas sehr, sehr Besonderes. Und diese möchtest du mit besonderen Menschen teilen. So, mega geil. So, nun zum Abschluss möchte ich ein Fazit ziehen. Das Thema Problem, Lösung und höhere Timeline. Was haben wir heute über das Thema Geld und Steinbock-Energie gelernt? Dass du ein sehr, sehr smarter Mensch bist. Du bist das Problem, du bist auch gleichzeitig die Lösung. Alles, was du dir in deinem Leben hineingezogen hast, alle Schwierigkeiten, alle Problematiken, die mit dem Geld zum Beispiel verbunden waren, das waren alles wichtige Erfahrungen, das waren alle coole Erfahrungen, die hast du selbst initiiert und du bist stolz darauf. Tatsächlich. Ich würde dir empfehlen, mehr solche Menschen kennenzulernen, sodass du dich nicht allein fühlst, weil das, was du ausstrahlst, ist das, was diese Welt braucht. Zuversicht, Liebe, langfristiges Denken, Zusammenhalt, Menschen stehen über Probleme, ja, zu sich selbst stehen, cool sein, smart sein. Ja, ich hoffe, du hast schon solche Menschen um dich drumherum. Wenn nicht, dann wünsche ich dir die vom Herzen. Die werden auf jeden Fall in dein Leben kommen. Freu dich darauf. 1, 2, 3, finanziell frei, Steinbock. Dein Thema ist deine Tiefgründigkeit. Dein Problem ist manchmal, dass du noch vielleicht zu sehr auf die anderen schaust, wie sie es machen. Du bist smart genug. Du bist die Lösung. Du kennst deine Antwort. Und wenn du dich zeigen möchtest, dann dann zeige dich. Und wenn du dich noch nicht zeigen möchtest zum Beispiel, und damit hängt irgendwie auch dein Einkommen zusammen, dann zeige dich nicht. Du hast eine innere Uhr. Schau nochmal auf deinen Menstruationszyklus. Vielleicht möchtest du auch damit arbeiten. Vielleicht wird dir dein Menstruationszyklus auch helfen, besser zu spüren, wann du dich wirklich zeigen möchtest, wann es eine unterschwellige Angst, die keinen Grund hat, wann es vielleicht ein Programm, was nicht mehr dich beherrschen darf, dass du dein Verhalten anfängst zu verändern zu deinen Gunsten. Weil nochmal, deine höhere Timeline ist hier, Friede, Freude, Eierkuchen, du lebst unter Gleichgesinnten, du musst dich gar nicht mehr verstecken. Ja, du bist verbunden, das heißt von Einsamkeit in dieses Paradies wieder. Ja. So, wenn du gewisse Dinge nicht verstanden hast, das ist völlig in Ordnung, spul einfach nochmal zurück, lass es auf dich wirken. Bis zum nächsten Video, like, kommentiere, abonniere meinen Channel, erzähle anderen wunderbaren Menschen von meiner Arbeit, auf ein fantastisches Jahr. Bis zum nächsten Video, bye bye. Ich bin dieser Donner in meine Brust. Ich erschaffe meine eigene Realität. Ich bin diese unaufhaltsame Kraft, die